und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kevin und ich grüße euch zu einer weiteren Folge Gran Turismo Sport. So. Abspann? Kann ich dich... Danke. War ein bisschen laut auf den Ohren. So. Dann gehen wir mal wieder auf unsere schönen lieben Kampagne. GT League. So, wir müssen erst das hier komplett durchmachen, bevor wir überhaupt weiterkommen. Das haben wir ja gestern. Dann geht es heute hier weiter. Falls Auto vorhanden ist. Ja, mein Honda Civic ist vorhanden. Das werden mal ein paar Rennen werden heute. Ich liebe diesen Sound. Ich liebe ihn einfach. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht an die rankomme. Ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen zu langsam. Ich habe echt das falsche Auto gewürfelt scheinbar. Egal, ist eine Herausforderung. Komm schon! Komm! Windschatten nutzen. Ich glaube, das wird ein schlechtes Rennen. Ich habe echt ein schlechtes Auto gezogen gestern. Komm vorbei, an ihm vorbei. Gut, sind wir schon mal Vierter. Na, an den komme ich in der letzten Runde nicht mehr ran, definitiv. Das kann ich vergessen. Das wird nichts. Nee, vergiss es. Das ist mein vierter Platz. Das kannst du dir mal abschminken hier, Kollege. Scheiße, er hat mich nach außen gedrückt. Egal, leider nur Vierter.
Man kann ja nicht immer Erster sein. Na, schaue ich doch jetzt erstmal im Shop, ob es vielleicht ein anderes Auto gibt, was schneller ist. Das Auto ist doch schon ein bisschen langsam. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir ein Ami oder ein Asi? Wir nehmen Asi. Man hat. Nee, ich muss ja Honda. VW. Nissan war, glaube ich, gar nicht bei, oder? Na, die kann ich gar nicht nehmen. Warte mal, was war denn da auf dem Bild abgebildet? Das muss ich jetzt noch mal wissen. Kampagne, GT League. Anfänger League. Ah, okay. VW, Honda. Renault. Sag mal, was hat denn Honda hier? Ja, sexy. Den kann ich aber nichts anfangen. Maxgeschwindigkeit. Der war was schneller. Okay, was sagt VW? Was hat denn der Golf so? Der ist auch nicht gerade schneller. Okay. Dann bleibt nur noch Renault. Was machen wir denn hier? Ah ne, ich muss ja auf Renault Sport. Da war ja was. Kostest du mich denn? 5,3, 5,1. Okay, Beschleunigung 2,9. Hatte der Golf bei Beschleunigung? Der VW Golf 3,0. Ja klar, als ob ich 99 Cent für den Golf zahle. Sicher. Trophäe erhalten, mein erstes Auto. Ein neues Fahrzeug wurde zu Ihrer Garage hinzugefügt. Zu diesem Fahrzeug wechseln? Ja. So. Vielleicht ist der besser für dieses Rennen. Machen wir das Rennen nochmal. Mit dem VW Golf.
Das sieht doch schon besser aus. So, jetzt nur noch an die anderen ranziehen. Komm schon. Ja. Scheiße, ey. Komm schon, Golf, du bist ein GTI. Zeig's denen. Diesmal würde ich gerne kein Vierter werden. Komm schon. Okay, schon mal gut. Sechster. Komm, das geht noch besser. Ranziehen. Ja, jetzt gibt es sowieso erstmal eine Bremse. Okay, schon mal Dritter. Zweiter. Erster werde ich nicht mehr, dafür ist er zu weit weg. Ja, ich habe gerade Windschatten gegeben. War mein Fehler. Egal, mit zweiter bin ich zufrieden. Mit dem zweiten Platz bin ich definitiv zufrieden. Ist ein VW Golf doch zu was zu gebrauchen. So, wenn ich jetzt an den anderen Strecken nach erster werde, ist das sogar noch besser. Kyoto! Das ist doch Yamagiwa. Ja, ist Japan. Ja, ich nehme wieder den Golf. Natürlich. Wenn der Golf besser ist als mein Honda, dann nehme ich natürlich den. Hallo. Was für eine Frage. Apropos, mein Handy ist fast leer. Sollte ich vielleicht mal wieder ins Ladekabel hängen? Sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Los geht's.
Yo, drück mich halt nicht weg. Drück die Sau nichts weg, ey. Schon mal 9. Ja, ein bisschen zu sehr in. Aber egal. Geh mit deinem Gülf vor mir weg. Mein Gülf ist schneller. Ja. Ach, da ging es ein bisschen aufs Grüne. Aber nur ein bisschen. Ich bin froh, wenn ich endlich bei der Langstreckenserie angekommen bin. Was haben wir denn da vor mir? Ist das wieder ein Gülf? Tatsächlich. Komm, innen vorbei. Wunderbar. Komm schon. Zumindest 2. Oh, hi. Tschüss. War schön mit dir. Ich hab da so ein. Ey! Das ist meine Platzierung. Geh weg.
dann schaffe ich es an den auch noch vorbei. Ah, mit einer kleinen Berührung auf jeden Fall. Bremse ab, du niederes Fußvolk. Das ist mein Sieg. Alles klar, gibt einfach mal eben 12.000. Stufe 9. Dankeschön. So, hier gehen wir dann wieder raus. Ah, die Schrecke kennen wir. Aua. Herr Golf, übertreib nicht, ich weiß, was du auf der Strecke willst. Dann lasse ich dich jetzt auch hin. Weg da, ich komme. Klar. Fahr mir halt in die Seite, du blöde Sau. Ich hab das Gefühl, dass die Strecke diesmal andersherum ist. So, an die bin ich vorbei. Komm, die
kriegen wir auch noch. Hey, der hat mich berührt. Was soll der Scheiß? Ist auch vorbei. Kriege ich den noch eventuell? Ja, was heißt eventuell? Ich kriege ihn bestimmt noch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich den noch kriege, tatsächlich. Ich glaube, das wird ein dritter Platz. Schon, ich will den Platz haben. Ja, Windschatten.
schon. Gib Gas! Echt jetzt? Jetzt zieht er so weg? Golf, ist das dein Ernst? Naja, schade. Aber wenigstens ein dritter Platz. War ja trotzdem ein gutes Rennen. So, was haben wir denn hier? So, weiter. Achso. Hallo? Hallo? Ich würde gerne... Hä? Ich will Start! Hallo! Warum kann ich keinen Start drücken hier? Geht doch. Weil meine Maus nicht vorhanden war. Der Mauszeiger war nicht da. Er hat sich gedacht, ich hab keinen Bock. Toll, warum muss ich immer von so weit hinten starten? Komm, geh weg mit deinem Golf. Danke für den Windschatten und tschüss. Hat keiner gesehen, dass ich den Curb geschnitten habe?
was regelunkonform ist, würde ich niemals tun. Niemals in meinem Leben. Ah, ich mache ja auch einen Ausflug ins Grüne. Naja, war er wenigstens nicht der einzigste. Dich hole ich mir jetzt. Du gehörst gleich mir. Sag ich doch, der gehört gleich mir. Jetzt kommt die letzte Runde. Will ich nur noch die Drecksäcke hinter mir halten. Und gewonnen. Endlich wieder ein Sieg. So. Dann hätte ich gerne das nächste Rennen. Auf und davon.
Los, ich will fahren. Ich bin gehypt. Alter, lass mich vorbei und trödel nicht so. Oh, da war ein bisschen das Grüne mitgenommen vorhin. Genau, schön den Schwung mitnehmen. Selber schuld, wenn man aufs Gras fährt. Nein. Hat mich ein bisschen nach außen gezogen. Komm, gib doch mal Gas da, oder muss ich dich anschieben? Hier kann man ja beim Fahren die Reifen wechseln. Komm schon, verschwinde vor mir. Danke. Fortnervensäge.
ist die letzte Runde. Komme ich an die noch ran? Ich glaube nicht, oder? Na, ich glaube nicht, dass ich an den noch rankomme. Naja, an den komme ich nicht mehr ran. Definitiv nicht. Das ist ein zu großer Abstand. Der Abstand war zu groß. Leider. Wäre schön gewesen. Alles klar. So, da. So, mal sehen, welchen Platz ich diesmal kriege. Klar, fahr mir halt rein. Nein, den bin ich jetzt reingesammelt. Ja, dumm gelaufen war. Ah, 1,34,7 habe ich für die Runde gebraucht. Das ist gut. Thank you.
Meine Güte. Da gab es einen zärtlichen Kuss von der Seite. Ich dachte mir mal, mir war danach. Ich finde die Strecke irgendwie langweilig. Könnte mehr passieren. Bist du meine Lieblingsstrecke? Sind ein paar Rennen vor mir. Meine Lieblingsstrecke nämlich leider bei der Langstreckenserie mit drin ist. So, ich muss mal eben was machen. Ich bin in einem kleinen Augenblick wieder da.
Zurück sind wir. Schließen. So, da drin ist auffällig. Ich wollte gerade sagen. Letzte Rennen dieser Dingens, dieser Etappe. Dann geht's zum nächsten. Diese Fronttriebler-Scheiße endlich vorbei haben. Die Strecke ist das. Die kenne ich auch. Noch aus Formel 1 2019 war die nämlich mit drin. Ob die in 2020 mit drin ist, weiß ich gar nicht mehr. Ja, 2:06. Geht doch bestimmt auch schneller, oder? Bestimmt schneller. Safe. Als wenn serienmäßiger Golf nicht mal ein Bar Ladedruck macht. Sind vielleicht 0,1 Bar Ladedruck, der gerade macht. Da ist ja nix.
Naja, aber das ist auch die Frage, wie viel Ladedruck hält der Motor von einem Golf überhaupt aus, ne? Wie viel Ladedruck hält der Lader aus? Nein, nicht ins Kies. Raus da. Ein Bar Ladedruck, das ist dann doch ein kleiner Lader, ein kleiner Lader. Keine Ahnung. Egal, ich schließe mich einfach nachher mal ein bisschen da rein. Ich glaube nicht, dass ich an den noch rankomme. Okay, doch. Aber auch nur, weil er jetzt einen Fehler gemacht hat. Hätte den nicht gemacht, wäre ich mit Sicherheit nicht mehr rangekommen. Hätte er den Fehler nicht gemacht, wäre ich da nicht mehr rangekommen, definitiv. Ja, nicht schlimm. Ich freue mich, ist ein erster Platz. Das ist erledigt. Clio Cup. Na, dafür muss ich jetzt erstmal ein Clio kaufen. Jawohl, Subaru.
Subaru Impreza. Traumauto. Traumauto. Zwar die alte Version, aber egal. Kann das nicht der 2-2er sein? Ja, was? Meilenstein erreicht. Okay. So, man, das interessiert mich jetzt, ob die mein Lieblings-Subaru auch hier drin haben. Asien, wo haben wir das? Subaru, Subaru. Bin ich jetzt? Ah, da. Der ist drin, der BRZ ist drin, der ist drin, der ist drin, der und der, 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 der. Nee, den 2-2er Subaru haben die nicht drin. Schade. Das ist schade. Ich hab grad gesehen, was hatten die denn hier noch? Egal. So, ich wollte mir ein Clio kaufen, dafür muss ich nach Frankreich. Und zwar auf Renault Sport. So, welcher hat denn jetzt mehr Clio? RS? Okay, die sind gleich. Der wiegt halt nur ein bisschen mehr. Dann nehme ich den alten V6 Clio. Oder haben die hier noch eventuell... Okay. Ja, dann nehme ich den Clio V6. Na, ich nehme Blau. Ich finde den Blau schöner. Ja. Ich möchte ihn verwenden. Ah, Amateurliga kann ich jetzt auch. Sag mal, was ist denn hier so alles mit bei? Okay. Nein, erstmal mache ich. Hier. Ich brauche Geld, also muss ich mein Clio Cup machen. Bevor ich eine Amateurliga mache, mache ich erstmal die Anfängerliga fertig.
Scheiße, ey. Komm schon. Eine kleine Berührung, aber nichts weiter schlimm. Komm, vorbei an dem pinken Clio. Hinfort mit dir. Und Sieg. Und gut gelaufen. So, das war es dann auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um nichts weiter zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.